Ein anderes Beispiel ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Vorkauf oder Vorkaufsrecht. Habt ihr schon mal so ein Vorkaufsrecht gehört? Das nennt man in der arabischen Sprache Shufa'a. Das ist ein Kapitel aus dem, in den Fiqh-Büchern, auch in Hadith-Büchern gibt es immer ein Kapitel, Babu Shufa'a. Vorkaufsrecht. Das bedeutet, wenn zwei Leute beispielsweise gemeinsam ein Grundstück kaufen, nehmen wir mal ein Grundstück, weil das hier am besten aufgezeigt werden kann. Wir kaufen ein Grundstück, die Hälfte gehört mir, die Hälfte gehört dir. Offenes Land. Ich habe meinen Teil, möchte ich verkaufen. Ich gebe es jetzt zum Verkauf frei. Vorkaufsrecht bedeutet, dass mein Partner sozusagen, wenn dieser Boden, mein Anteil verkauft werden soll, dass er das allererste Recht hat, das zu erwerben. Wenn ich es jetzt für 50.000 Euro verkaufen möchte und da kommen Kunden zu ihm, dann kann ich kann ich das anfechten mit dem Vorkaufsrecht, das aussagt, dass ich das allererste Recht habe, dieses Grundstück zu kaufen. Das nennen wir Vorkaufsrecht. Im Sahih wird an 5 Stellen Bukhari der Hadith überliefert, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Jaru ahaqqu bi saqabih. Der Jar heißt eigentlich Nachbar. Das ist das, was jemand, der Arabisch versteht. Das Wort Nachbar wird ihm als allererstes in den Kopf kommen. Al-Jaru ahaqqu bi saqabih. Der Nachbar hat das größte Anrecht auf das ihm nahelegende Gebiet, Grundstück oder Haus, was es auch immer ist. Was ist hier mit dem Jar gemeint? Ist da wirklich der Grundstücksnachbar gemeint? Hausnachbar? Wenn das der Fall wäre, dann würde das bedeuten, ich besitze ein Haus und in meiner Nachbarschaft, rechts, links, vorne oder hinten, ist noch ein Haus. Er möchte das verkaufen für einen gewissen Preis. Und er bietet das auch zum Verkauf an. Ich habe durch das Vorkaufsrecht das allererste Recht, dieses Objekt zu erwerben. Das heißt, wenn er es verkaufen sollte, dann habe ich in gewissen Situationen ein Recht, das anzufechten, diesen Kauf, und zu klagen, dass der rückgängig gemacht wird und ich es von ihm abkaufe. Aber die Hanabila sagen, das ist hier nicht gemeint. Mit dem Jar ist hier nicht der Grundstücksnachbar gemeint. Auch wenn das die vordergründige Bedeutung ist. Sie sagen, mit dem Jar ist hier der Teilhaber gemeint. Teilhaber, wie ich es am ersten Beispiel gezeigt habe. Wir kaufen etwas gemeinsam, ein Objekt gemeinsam, ein Grundstück, ein Haus, was auch immer, ein Auto. Es bezieht sich nicht nur auf Grundstücke und so. Der Mitteilhaber sozusagen oder Anteilhaber. Mit dem Wort Jar, Nachbar, ist der Anteilhaber gemeint. Warum? Sie sagen, daraufhin deutet der Hadith von Jabir ibn Abdullah, welcher auch in den Sahih überliefert wird, der sagt, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shuf'ah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu seiner Rechtsprechung gehörte die Shuf'ah, das Vorkaufsrecht, solange keine Grenzen gezogen worden sind oder solange keine Teilung stattgefunden hat. Das deutet darauf hin, dass es sich hier um Anteilhabe handelt. Nicht um ledigliche Nachbarn.